Ach ja, Mensch, ist ja kompliziert, besonders in der Kälte hier. Also, Karl Nümmes, Liedermacher aus Berlin, grüßt euch ganz, alle ganz recht herzlich. Oh. Zum Schwabenstreich. Ja. Stuttgart 21 Nine Rack. Beim Frühstück sitzen zwei Kapitalisten und ein Ministerpräsident, ein Spezialist und ein hoher Polizist und ein Inkognito, den keiner kennt. Herr Grube und Herr Kernknecht wedeln mit einem Schein. Wir brauchen in Stuttgart eine Goldgrube, der Profit ist uns hier zu klein. Dazu plan ich euch, sagt der Spezialist, einen Megatunnel, na klar. Dass Stuttgart zum Mekka für Profite wird, verspreche ich für ein kleines Hurra. Der Chef der Polizei erklärt, ich kann nicht das Volk schützen vor dem Projekt. Doch das Projekt kann ich schützen vor dem Volk, wenn es rebelliert. Gib mir Waffen und ich mach es weg. Und jetzt bitte Schwabenstreich, bitte ganz laut. Eure Flöten! Damit auch alles seine Ordnung hat, sagt der Ministerpräsident, kriegt ihr im Namen des Volks meinen Segen. Wofür habe ich denn ein Parlament? Daran singen alle sechs im Chor, rechnen die Sache erstmal klein. Die wirklichen Kosten und die Umweltgefährdung kriegt den Stempel streng geheim. Jawohl, so macht man es hier. Doch da draußen wacht der Schwabe auf, ruft der Spezialist, oh wei. Wir brauchen jemanden, der das parfümiert und ruft die Kanzlerin herbei. Die Kanzlerin, keine Bange, ruft Merkel 21. Mappus, bist du noch da? Mach uns den Rambo, mein Hund hat gesagt, die Demokratie ist in Gefahr. Jetzt will ich euch hören, bitte. Der Schwabenstreich, eure Flöte. Dass euch Hören und Sehen vergeht. Was meint ihr davon? Hä? Was ist da eure Sauerei hier? Die Staatsgewalt geht vom Volke aus. Doch wo geht sie hin? Sie geht zum Staat und der haut auf das Volk. Das hat einen tieferen Sinn. Ja, lernt man in der Schule. Schneller als die Schnäppsche Eisenbahn kommt der Widerstand in Fahrt. Der Schwabe kommt langsam, doch wenn er kommt, dann kommt er richtig in Fahrt. In der ganzen Republik geht nach Stuttgart der Blick und die Stimme ein. Weg mit Hartz IV, KKWs abschalten, Stuttgart 21, nein! Jetzt kommt die Geißler-Beschwichtigungstour. Herr Mappus braucht endlich Ruhe. Der uns belog, spricht jetzt von Dialog und fordert, schaut nur zu. Wir dialogen und schlichten und palavern, derweil wird weiter gebaut. Und die hoffen, dass nicht schon wieder das Volk uns unsere Profite versaut. Mit Reizgas sollen wir benebelt werden und auf Grüne im Parlament vertrauen. Auf keinen Fall sollen wir...